Heute für euch die 10 wahrscheinlich dümmsten Wege, high zu werden. Viel Spaß! Platz 10. Digitale Drogen. Mit dem iDoser muss man heutzutage keine chemischen Pillen mehr zu sich nehmen, sondern kann digital high werden. Es handelt sich um Audiodateien, mit denen man sozusagen für ein paar Euro eine digitale Dosis Marihuana oder Heroin downloaden kann. Diese hört man sich dann über seine Kopfhörer an. Dabei werden angeblich die Gehirnwellen der Konsumenten so verändert, dass sie in einen rauschähnlichen Zustand versetzt werden. Die Art des Rausches variiert je nachdem, welche digitale Droge man bestellt hat. Angeblich führt diese Art des Highwerdens keine unangenehmen Nebeneffekte herbei. Ob da überhaupt eine Wirkung erzielt werden kann, bezweifle ich allerdings auch. Nummer 9. Muskatnuss. Gewürze findet man in jedem Haushalt. Sie eignen sich hervorragend dazu, um Kochrezepte zu verfeinern. Einige Gewürze schmecken allerdings nicht nur gut, sondern sie machen auch high. Wie zum Beispiel die Muskatnuss. Das Besondere an der Muskatnuss ist, dass man sie ganz einfach im Supermarkt kaufen kann. Deswegen ist sie bei experimentierfreudigen Menschen zum Highwerden auch so beliebt. Unter anderem kann man sogar Halluzinationen von ihr bekommen. Der Nachteil ist allerdings, dass man auch starke Kopf- und Magenschmerzen kriegen kann. Außerdem kann man von ihr sogar sterben. Bei einem Erwachsenen kann eine halbe Nuss bereits ausreichend sein und bei Kindern sogar noch weniger. Man sollte sich also zweimal überlegen, ob man zur Muskatnuss greift. Nummer 8. Fischköpfe. Fischköpfe können high machen. Ganz besonders die Köpfe der Goldstriemen. Eine Gattung, die man unter anderem im Mittelmeer vorfindet. Der Effekt beim Verzehr dieser Fischköpfe ist mit der Wirkung von LSD vergleichbar. Das klingt zwar komisch, ist aber wirklich so. Genau das ist nämlich zwei französischen Männern bei einem Abendessen im Jahr 2006 passiert. Die beiden Männer litten nach dem Essen tagelang unter heftigen Halluzinationen und Albträumen. Also Leute, passt auf, was ihr an der Angel habt. Nummer 7. Krötengift. Die Hautdrüsen einiger Kröten scheiden Gifte aus, um sich vor Feinden zu schützen. Was die meisten nicht wissen, ist, dass die giftigen Sekrete dieser Tiere auch den Menschen in einen Rausch versetzen können. Der Legende nach muss man einfach nur den Rücken der Kröte massieren, bis das Gift ausgeschieden wird. Es wird dann vorsichtig entnommen und anschließend geraucht. Lieber nicht. Nummer 6. Twix. Viele Jugendliche suchen ja immer nach einem Weg, um high zu werden, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Manche werden dabei ganz besonders kreativ. Angeblich sollen sich einige durch Twix benebelt haben. Alles, was man tun muss, ist beide Enden abzuschneiden, in den Mund stecken und ein Ende anzuzünden. So, als würde man eine Zigarette aus Schokolade rauchen. Also so einen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Aber irgendwoher müssen diese Storys ja kommen. Naja, weiter geht's. Nummer 5. Mais. Wer lieber auf eine andere Variante des Drogenkonsums steht, der greift zu den Dingen, die Mutter Natur für den ultimativen Trip bereitstellt. Bei den Naturdrogen liegen Rauschpilze, Muskatnuss und Salbei hoch im Trend. Aber auch Mais bzw. das Maishaar hat eine psychoaktive Wirkung und erweist sich so als natürliches Rauschgift. Ein experimentierfreudiger Mann fand in den 70er Jahren heraus, dass man Teile der Maispflanze trocknen lassen kann und anschließend in geräucherter Form rauchen kann, um high zu werden. Auch arme Landwirte machen heute von dieser Methode Gebrauch, wenn sie gerade kein Geld für teuren Tabak haben. Nummer 4. Bananadin. In den 60er Jahren glaubte man daran, dass Bananenschalen eine psychoaktive Substanz namens Bananadin enthielten. Für die Zubereitung der psychoaktiven Droge brauchte man zunächst ungefähr 20 Kilo Bananen. Danach musste man die Bananen schälen, die Frucht entweder wegwerfen oder essen und die Bananenschalen aufbewahren. Anschließend wurde das Bananadin an den Innenseiten der Schalen ausgeschabt und das schwarze Material im Ofen erhitzt, bis es zu Pulver zerfallen ist. Der Rausch fand wohl eher in der Vorstellung der experimentierfreudigen Person statt, denn es gilt als erwiesen, dass ein berauschendes Mittel wie Bananadin gar nicht existiert. Nummer 3. Erdnussschalen. Es scheint fast so, als würden pubertierende Jugendliche alles rauchen, was sich ihnen in den Weg stellt. Einer dieser Jugendlichen hatte eines Tages die grandiose Idee, die Schale von Erdnüssen zu rauchen. Der Mythos besagt, dass die angebliche Naturdroge high macht. Manche sagen, dass man einfach nur an den Schalen riechen muss, um einen Rausch zu erleben. Andere sagen, dass man die Schalen aufbrechen, zerstückeln und danach rauchen muss, um überhaupt irgendwas zu spüren. Und wir von Made My Day sagen, lasst euch nicht für dumm verkaufen und esst die Erdnüsse doch einfach. Das schmeckt gut und ist gleichzeitig auch noch gesund.
Nummer 2. Rentierurin. Über Jahre hinweg beobachtete der Mensch ganze Rudel von Rentieren beim Verzehr von Fliegenpilzen und stellte fest, dass sie in einen berauschten Zustand versetzt wurden, ohne schwerwiegende körperliche Schäden davonzutragen. Da der direkte Konsum des giftigen Pilzes beim Menschen zum Tod führen kann, versuchte man es auf anderem Wege. Man trank also den Urin des Tieres und hoffte so auf einen Rausch. Doch es brachte nichts. Der Urin löste nichts anderes als Brechreiz aus. Tja, dumm gelaufen. Und auf der Nummer 1, der Salamanderweinbrand. Der Salamander ist bekannt dafür, dass er stark benebeln kann. Wer im Biologieunterricht aufgepasst hat, weiß, dass einige Salamanderarten ein giftiges Sekret aus den Hautdrüsen ausscheiden. Um das Sekret für den Konsum verwenden zu können, wird der Salamander in einen Topf voller fermentierter Früchte geworfen. So gerät er in Alarmbereitschaft und stößt als Abwehrmechanismus das Gift aus, bis die gesamten Giftreserven ausgepresst sind und er im Früchtekorb vor Erschöpfung stirbt. Das Gift vermischt sich so mit dem Ethanol der fermentierten Früchte und das Resultat ist der sogenannte Salamanderweinbrand. Beim Konsum des Salamanderweinbrand kommt es dann zu starken Halluzinationen. Tja, von Tierquälerei bis zum Anzünden von Schokoriegeln, manche versuchen wohl alles, um irgendwie high zu werden. Ich genehmige mir da lieber einen guten Film oder ein YouTube-Video, zum Beispiel von Made My Day. Also Leute, bleibt gesund, hier könnt ihr das Video noch gerne teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.